was geht. Ja, erstmal mit schicker neuer Frisur. Langsam fallen hier oben die Federn aus und ja, da gibt es noch einmal eine Kurzhaarfrisur. Aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es darum, und zwar hat die Kampfdrohne Geburtstag. Und deswegen mache ich dieses Video. Und zwar wollte ich ihm dafür danken, dass er mir das erste Mal geholfen hat, beziehungsweise geholfen hat er mich schon öfter, aber dass ich mit ihm zusammen erst einen Orbi geschafft habe. Das Video seht ihr gleich im Hintergrund, beziehungsweise nach diesem Video. Nichts Besonderes, aber ich habe mich tierisch darüber gefreut und möchte ihm gerne danken. Und da sage ich noch ein paar Töne zu. Ja, in dem Sinne, herzlichen Glückwunsch ja, zum 31. und auf die nächsten Jahre. Das war's von mir, gleich kommt das Gameplay und ciao. Ja, und da sind wir auch schon beim Gameplay gelandet, und zwar ist das Black Ops 2 auf der Map Rush, heißt die, glaube ich, keine Ahnung. Ja, wir haben uns einfach mal abends gedacht, komm, zocken wir mal eine Runde Black Ops wieder. Ja, meistens ist das jetzt nicht so der Kracher gleich am Anfang. Ich glaube, das war auch eine mit von den letzteren Runden, die wir hatten. Ja, ich habe es einfach mal versucht, da, oder war in der glücklichen Gelegenheit, dass es geklappt hat. Mein erster erspielter Orbi, außerhalb von irgendwelchen Kisten oder so. Und nachher kommt noch eine Szene, wo ich dem Mario ganz herzlich danken muss, dass er mir da geholfen hat. Ist jetzt keine große Sache. Vielleicht denkt er, warum bedankt er sich für sowas? Das ist jetzt hier nichts Großes oder so. Aber ja, das ist mir egal. Ich möchte ihm dafür danken und möchte ihm auch zum Geburtstag gratulieren, weil er genau am gleichen Tag und am gleichen Jahr Geburtstag hat, beziehungsweise geboren wurde wie ich. Und ja, da ich ihm jetzt so kein Geschenk gekauft habe oder so besorgt habe, mache ich das einfach mit diesem Commentary. Ich hoffe, ihm gefällt das, wenn er sich das anschaut. Ich denke mal schon. Und ja, wir haben dann ein paar Tage später nochmal ein Ründchen gespielt, Black Ops. Und da kommt auch noch ein Commentary zu. Da habe ich es dann doch mal geschafft, an einem Abend 4 Orbis zu schaffen. Aber da dachte ich mir, nö, das ist jetzt nicht so der Kracher. Deswegen nehme ich dieses Video dafür. Habe ich auch mit ihm gespielt und einen Clan-Kollegen, dem Superzocker. Den grüße ich natürlich auch recht herzlich. Auch wenn er nicht Geburtstag hat, aber das ist egal. Ja, hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht mal wieder. Also, wenn es dann mal gut läuft, dann macht auch Black Ops mir wieder Spaß. Aber das ist ja leider nicht immer so. Ja, was soll ich jetzt noch großartig sagen? Wie gesagt, schaut euch das Gameplay an. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich habe mich einfach nur tierischen Bagger gefreut, dass das mal geklappt hat, weil bei allen anderen Leuten sieht es immer so einfach aus hier. Eigentlich sind es ja nur, ich glaube, 10 Kills oder so, die man haben muss, um einen Orbi zu kriegen oder so. Aber ja, für mich ist das alles nicht ganz so einfach. Ich weiß gar nicht, vielleicht spiele ich sogar mit Hardliner. Da brauche ich schon einen Kill weniger. Aber ja, ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, wie gesagt, ich spiele immer mit einer Waffe nur. Da kann ich mir nämlich dann einen Punkt sparen. Und ja, meistens mache ich es so, wenn ich dann irgendwo eine Waffe sehe, die hebe ich dann auch gleich auf. Nur irgendwie, ja, hier habe ich dann nicht so wirklich dran gedacht, mir mal eine mitzunehmen. Ich versuche jetzt auch ein bisschen vorsichtiger zu spielen, weil ich sitze irgendwie hier 2 Kills vor oder sowas. Oder 3, ich weiß es nicht genau. Ja, hier warte ich dann mal kurz ein Stückchen. Ist für mich jetzt kein Campen oder so. Jetzt hole ich mir den, glaube ich, links. Ja, guckt euch das an. Was für ein Aim. So, und jetzt stehe ich nämlich da. Keine Waffe mehr, nur noch Messer. Und der Typ ist, glaube ich, noch da. Ja, und da habe ich ihm natürlich gesagt, ey, komm Mario, ich brauche unbedingt eine Waffe. Das ist jetzt hier kurz vor Orbi. Sag mir mal Bescheid, wenn du was findest. Er wurde jetzt gerade getötet da. Und ich glaube, links kommt er gleich wieder. Ich habe das aus dem Kinomodus aufgenommen, deswegen erscheint er nicht blau. Oben links ist er jetzt, glaube ich, genau. Und hat für mich eine Waffe parat hier. Und zum Glück, was nehme ich? Hier die Schwitzerwaffe AN94. Zum Glück mit Schalli noch bei und schafft, glaube ich. Oder nur Schalli. Und jetzt fällt mir nur noch dieser eine einzige Kill, um ihn zu holen. Und da ist er. Da ist der erste erspielte Orbi von mir. Ja, und meistens, wie das bei mir ist, ich glaube, hier ist es jetzt nicht ganz so extrem. Ja, ich glaube, ich hatte Hardliner drin, weil ich habe jetzt erst gnadenlos. In anderen Spielen war es so, dass ich, wenn ich den Orbi gerade aktiviert habe, ich in der gleichen Sekunde dann am meisten sterbe.
Hier hatte ich jetzt Glück. Ich mache jetzt, glaube ich, noch einen Kill, bevor ich tot bin. Und ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, wenn man den hat, dass man den auch mal nutzt, weil meistens nutzt mir das nicht wirklich immer so viel wie alle anderen, aber naja, so ist das nun mal. Wie gesagt, 5 Stück habe ich jetzt an der Zahl, mal gucken. Wenn es weiterhin ein bisschen besser läuft, dann kann man da noch ein paar andere Sachen raushauen, aber da, die Esmine war es? Nein, ich wurde so getötet. Ja, weil wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen, und zwar muss der Mario noch nuklear schaffen. Ja, das wird unsere nächste Aufgabe sein bei Black Ops 2. So, das ist zu Ende. Alles Gute zum Geburtstag. Haut da rein und ciao.